Da sind wir wieder mit einer weiteren Top 10. Genau, wir stellen uns ganz kurz nochmal vor. Ich bin Malkaf. Ich bin Steve. Und das sind unsere Top 10 der, wie haben wir ausgesucht, der Epischsten epischsten Bosse Bosse. in Genau. Games. Beginnen wir doch erstmal mit Platz Nummer 10. Einer meiner Lieblings-, aber auch epischsten Bosse war damals aus Blood Omen 2 Lord Sarafan. Gar nicht so einfach, diesen Mistkerl zu besiegen, das sich immer hin und her portet, den wir erstmal mit Telekinese und mit einer Sprungtechnik ausschalten müssen, dann im Nahkampf mit bloßen Händen bezwingen müssen und am Schluss mit dem Soul Reaver dann ihn für immer in die ewigen Jagdgründe schicken müssen. Kurz und knackig, Blood Omen 2, Lord Sarafan auf Platz Nummer 10. Genau. Auf Platz Nummer 9 haben wir den Rancor von Super Star Wars Return of the Jedi für die Super Nintendo. Allgemein das Level an sich ist wie so ganz Labyrinth, aber der Rancor ist verdammt schwer, denn der kann nicht nur uns fressen, sondern merkwürdigerweise auch Feuer spucken. Und ja, am besten kriegt man ihn immer noch kalt mit Han Solo, weil man sich mit dem einfach ganz links an den Bildschirm ranstellen kann und im besten Fall ohne irgendwie Damage zu kriegen oder sowas, wenn man es dann gut kann, auf ihn einzuballern oder halt mit Luke, wenn man die richtigen Power-Ups hat oder genug ausgerüstet ist etc. an Lebensenergie und taktisch vorgeht, ihr mit dem Laserschwert vertrescht. Platz Nummer 9, Super Star Wars, der Rancor. Und bleiben wir doch gerade mal beim Thema Star Wars. Einer weiteren epischen Endbosse, natürlich auch Star Wars Knights of the Old Republic Tour of Sith Lords, gilt an Darth Traya. Darth Traya ebenfalls ein hinterhältiges Miststück, das wir Minimum drei oder viermal eins auf den Schädel ziehen müssen. Das erste Mal kämpft sie mit ihrem eigenen Lichtschwert nur dreimal. Und in der zweiten Runde kämpft sie dann mit, glaub, vier oder fünf Lichtschwertern. Und in der dritten und letzten Runde heißt es einfach nur, sie niederknüppeln. Und dann können wir uns entscheiden, ob wir ihr helfen wollen, sie mehr oder weniger retten oder sie in den Tod stürzen sollen. Das bleibt eigentlich uns überlassen. Wirklich ganz mieser Kampf. Aber dennoch Platz Nummer 8. Star Wars Knights of the Old Republic 2, Darth Traya. Platz Nummer 7 haben wir Chrono Trigger und zwar Savos. Lavos. Lavos. Ja, ich glaube, da kann ich auch was dazu erzählen. Yep. Lavos buddelt sich genau am Tag der Apokalypse 1999 AD aus der Erde und das Vieh ist gigantisch riesig, hat Energie ohne Ende, hat Masse und Macht ohne Ende und da gilt es erstmal, die äußere Hülle zu durchbrechen. Dann geht es weiter mit einem, ja, mit dem Innenleben von Lavos, dass wir ausschalten müssen und der dann seinen Kern freigibt, den Lavos-Kern und gegen den und gegen zwei andere müssen wir ebenfalls noch bestehen, bevor Lavos komplett vernichtet wird. Richtig riesig, richtig schwer und richtig episch, deswegen Platz Nummer 7, Lavos aus Chrono Trigger. Auf Platz Nummer 6 haben wir Son of the Enders und zwar Anubis, ein Mecha oder Mech, so in der Art. Kann ich nicht viel zu sagen, ist von Tino in die Liste gewählt worden, aber wenn ich dem schon öfter mal, wie wir in der Skype-Konfi waren, nein, wir haben kein Skype, gelabert haben und er das Spiel gezockt hat, da war er teilweise schon ein bisschen angepisst. Weil er ihm ordentlich den Arsch versohlt hat. Und ja, Platz Nummer 6, Dawn of the Enders, Anubis. Platz Nummer 5. Wir machen eine kleine Zeitreise, nicht Zeitreiche. Zeitreise zur Nintendo 64, nämlich Zelda Ocarina of Time. Ganondorf, nachdem wir den erstmal niedergeknüppelt haben nach Ach und Krach, beginnt auf einmal zu mutieren. Es gilt natürlich aus der Burg zu fliehen und wir treffen dann endlich auf sein mutiertes Ich, Ganon. Ein wirklich verdammt epischer Gegner, der auch nicht so wirklich einfach zu bezwingen ist. Lichtpfeile, Hammer, Bigoron-Schwert und was weiß ich noch alles, was man auf ihn einknüppeln muss, damit er endlich down geht.
ist richtig mies, aber auch richtig geil und episch. Deswegen Platz Nummer 5, Ocarina of Time mit Ganon. Auf Platz 4 haben wir den Endboss von Serious Sam 3 Before First Encounter. Die Karre macht schlapp, dann gilt es erstmal durch einen Canyon zu rennen mit verdammt vielen Gegnern vor einem. Dürften schon so die halbe Galaxie sein. Da kommt man weiter, endlich wird es ein bisschen ruhiger, denkt man, bis dann sich etwas Riesengroßes aus dem Sand erhebt und uns in den Arsch treten will. Aber Gott sei Dank haben wir einen riesigen, gigantischen Wurm aus dem Weltall an unserer Seite, der sich mit dem Ding battelt. Und unsere Aufgabe ist es einfach nur zwischen den 50.000 Gegnermassen, die dann noch da rumrennen und aggressiv auf uns sind, einen elektrisch leiten, also elektroleitenden Speer zu finden, ihn dem Endboss in den Rücken zu jagen, damit die Blitze, die vom Himmel regnen, in ihn, also in die Speere knallen, um hier den Chef ordentlich unter Strom zu setzen, damit Und wir ich. ihn ohne Problem Kanonenkugeln oder sonst was in seinen Rachen stopfen können. Uff. Wenn man es nicht genau weiß, ist das schon ein harter Job, aber wenn man es weiß, ist es ein Kampf von einer Minute, aber verdammt episch inszeniert. Platz Nummer 4, Serious Sam 3, Before First Encounter Endboss. Platz Nummer 3 haben wir Future Cop LAPD, den Sky Commander. Und der sagt mir leider überhaupt nichts, aber er wurde, glaube ich, von dir gewählt. Du kannst da mehr Er wurde darüber. von Tino reingewählt, aber wir haben dieselbe Leidenschaft bei dem Spiel. Der Sky Commander tritt im Multiplayer auf, wenn man den Multiplayer im Singleplayer spielt. Ja, ich weiß, das ist verwirrend. Aber man kann halt den Multiplayer, also entweder am Splitscreen zocken oder halt alleine, gegen den Sky Commander eben. Zum Multiplayer gibt es ein verdammt episches Intro-Video. Also Tutorial, wo dann erstmal der Erzähler so fragt: Sie wissen, was die Aktionstaste ist? Gut, denn sie werden sie brauchen. Und noch endlich ein Scheißdreck, so, ja, und dann treten sie dem Gegner so lange in den Arsch, bis er abhaut und flennt wie ein kleines Baby. Oder sowas. Und der Sky Commander ist halt einfach nur verdammt episch, der hat eine verdammt epische Stimme. Und, wer den Commander kennt, der kennt auch seinen Spruch, wenn man sich lang genug in seiner eigenen Basis versteckt und einfach nur Gegner auf ihn loshetzt. Also aus seiner Basis jagt, um ihn auch in seine Basis zu hetzen oder gegen ihn zu hetzen. Wenn er dann immer mit seinem Spruch hier kommt, come out, wherever you are. Also komm raus, wo immer du bist. Oder komm ein wenig spielen oder sowas. Also Sky Commander ist schon verdammt episch. Future Cop LAPD. Platz Nummer 2 haben wir Final Fantasy 8. Einer der epischen Bosse wurde, glaube ich, ebenfalls von Tino gewählt, nämlich Bahamut. Leider können wir dazu nicht wirklich viel was sagen, aber wenn ich das Bild schon richtig gesehen habe, ein Drache, der wahrscheinlich so um die 12 Millionen Lebenspunkte hat, vermute ich mal, also bei Final Fantasy 8 ist alles möglich. Da denke ich mal, dass Bahamut locker über 12.000 oder 12 Millionen oder was auch immer, wie viele Gesundheitspunkte hat, einer wirklich der epischsten Kämpfe und epischsten Bosse überhaupt sein wird. Platz Nummer 2, Final Fantasy 8, Bahamut. Platz Nummer 1. Mensch, wer hätte das gedacht? Mass Wieder Effect Mass Effect 2.2. Und zwar den Menschen Reaper. Also, wer ja die Top 10 der besten Enten geguckt hat, weiß auch, wer der Menschen Reaper ist. Ein verdammt riesengroßes Ding, was total angepisst ist auf uns, weil wir das Ding kaputt machen wollen. Was uns am Anfang gelingt. Danach kommt aber wieder zurück und ist noch mehr angepisst. Und will uns noch mehr den Arsch aufreißen. Ist verdammt groß. Also man kann froh sein, dass das Ding nicht fertig gebaut wurde, denn ihm fehlt so ziemlich ein halber Unterkörper und die Beine. Gott sei Dank, sonst hätte der uns einfach zerstampft. Ist verdammt groß. Beim ersten Mal, wenn man gegen ihn kämpft, ist es verdammt herausfordernd, aber wenn, also wie bei so ziemlich jedem Bosskampf, wenn man den nochmal macht, ist er so ziemlich einfach. Aber auch ein bisschen nervenaufreibend. Platz Nummer 1, Mass Effect 2. Der verdammt große und episch aussehende, wenn man ihm das erste Mal begegnet, vor allem. Oder öfter mal begegnet, wenn man ihn das erste Mal sieht.
Also, wenn man ihn immer sieht, wenn er gerade auftaucht im Bild. Der Menschen Reaper. Und damit hätten wir unsere Top 10 der epischen Bosse, die wir am besten noch einmal im Schnelldurchlauf, oder? Jo. Platz Nummer 10 hätten wir Blood Omen 2, der böse Lord Seraphan. Auf Platz Nummer 9 haben wir einen verdammt hungrigen Rancor aus Super Star Wars: The Return of the Jedi. Wir bleiben damit dabei auf Platz Nummer 8 mit Star Wars, Knights of the Old Republic 2, Darth Traya, die uns dreimal den Hintern versohlen will. Auf Platz Nummer 7 haben wir Chrono Trigger und zwar Lavos. Der gigantische Lavos, ja. Mit seinen drei oder vier Kernkämpfen. Platz Nummer 6, Son of the Enders, der Anubis. Der, ja. Platz Nummer 5, Zelda Ocarina of Time, Ganon. Platz Nummer 4, Serious Sam 3, Before First Encounter, der Endboss, dessen Name leider nicht bekannt ist. Auf Platz Nummer 3 haben wir den Sky Commander aus Future Cop LAPD. Platz Nummer 2 macht Bahamut, der Drache aus Final Fantasy 8. Auf Platz Nummer 9, 9, genau. 1. Platz Nummer 1 haben wir den Menschen Reaper auf Mass Effect 2. Das waren unsere Top 10. Der epischen Bosse in Games. Ich bin euer Steve. Und ich bin Malkaff. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Wenn es heißt Top 10. Bis dann.